Die drei Kepler-Gesetze werden im Physikunterricht oft behandelt, auch wenn man dann mit diesen Gesetzen nicht mehr weiterarbeitet oder nicht mehr in die Tiefe geht, so wie das Newton gemacht hat. Man häuft dann einfach nur Stoff an. Ich möchte aber jetzt zur Planetenbahn drei Fragen stellen. Und zwar nehme ich den Planeten 2 auf diese Skizze aus Wikipedia und beziehe mich auf den Punkt 1, also auf den Punkt, der am nächsten der Sonne liegt, und dann Punkt 2, das ist einfach ein beliebiger Zwischenpunkt, und Punkt 3, das ist der Punkt, der am sonnenfernsten ist. Meine drei Fragen lauten: erstens, Frage 1, in welche Richtung zeigt in den drei Punkten der Beschleunigungsvektor, natürlich die Beschleunigung des Planeten in diesem Bezugssystem? Frage 2. In welchem der drei Punkte ist der Betrag des Beschleunigungsvektors am größten? Und Frage 3. Welche Kräfte wirken in den drei Punkten auf den Planeten ein? Also man soll alle Kräfte einzeichnen und wenn möglich die Richtung korrekt einzeichnen.